Das Urlaubsland auf eigene Faust erkunden. Das möchten viele Urlauber und leihen sich ein Auto. Wie findet man einen günstigen Mietwagen? Man kann ein Fahrzeug bei den Verleihern selbst buchen, im Reisebüro oder im Internet. Dort bieten Vergleichsportale Angebote verschiedener Firmen an. Am günstigsten sind die Mietpreise 14 bis 10 Tage vor Reisebeginn. Zur Sicherheit kann man schon früher buchen und dann nochmal die Preise vergleichen. Stornieren ist kein Problem, weil die meisten Fahrzeuge bis 24 Stunden vor Mietbeginn kostenlos kündbar sind. Den Vertrag schließt man am besten in Deutschland ab. Für den Versicherungsexperten Michael Wartberg ist das die vernünftigste Variante. Wir empfehlen generell, Mietwagen hier in Deutschland vorher zu buchen. Sie wissen dann, mit wem Sie es zu tun haben. Sie wissen auch, welche Versicherungsgesellschaft hinten dran ist. Und Sie haben die Sicherheit, dass dann, wenn es mal Ärger und Stress gibt, juristische Auseinandersetzungen auf Deutsch geführt werden und Sie nicht irgendwelche ausländischen Sprachen lernen müssen, um die Papiere zu verstehen. Worauf sollte man besonders achten? Am wichtigsten ist eine gute Versicherung. Vorsicht bei den Vertragsbedingungen. Nicht alle Versicherungen bieten Schutz bei Reifenschäden oder Glasbruch. Ein kritischer Punkt ist die Deckungssumme der Haftpflichtversicherung. Denn die ist in den Ländern, in denen die Autos angemietet werden, oft nicht ausreichend. Sie sollte der deutschen entsprechen. Hier sind 7,5 Millionen für Personen und knapp über 1 Million Euro für Sachschäden vorgeschrieben. Manche Verleiher bieten günstige Mietpreise an, aber nur eine Teilkaskoversicherung. Auch eine Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung kann teuer werden. Eine Vollkaskoversicherung ohne jegliche Selbstbeteiligung ist deshalb so wichtig, weil man davon ausgehen muss, dass bei der Rückgabe des Autos am Flughafen oder wo auch immer die Vermieter extrem sorgfältig gucken, ob sie nicht irgendwo am Auto noch einen neuen Steinschlag finden. Und wenn dann das Auto auch noch eine Metallic-Lackierung hat, dann ist meine Selbstbeteiligung in Höhe von 1.900 Euro zum Beispiel sofort fällig. Was ist noch wichtig bei der Versicherung? Wer im Internet bucht, schließt die Selbstbeteiligungsausschlussversicherung häufig über das Buchungsportal ab. Bei der Autovermietung vor Ort kann das für böse Überraschungen sorgen, wie bei Marco Kaiser. Der Mallorca-Urlauber hatte einen Mietwagen gebucht. Am Flughafen wurde ihm vom Vermieter die Herausgabe des Autos verweigert. Ich habe meinen Mietwagen gemietet übers Internet bei einer Firma. Habe mich auch darum gekümmert, dass ich nicht den billigsten nehme. Und mit Vollkaskoversicherung, was ja im Ausland wichtig ist. Und jetzt komme ich hier an und da sagen die, dass ich nochmal einen abschließen soll, wo theoretisch dann alles gedeckt ist. Die Verleihfirma verlangt zusätzlich 153 Euro für die Vollkaskoversicherung. Oder er muss eine Kaution von 1.900 Euro hinterlegen. Doch die hat er gerade nicht verfügbar. Wenn man so ein Auto in Deutschland über zum Beispiel ein Portal gemietet hat, dann sollte man sich bitte die Mühe machen und erstmal alle Unterlagen einmal durchlesen, damit man weiß, wie man versichert ist. Wenn man dann sicher ist, dass man sowieso rückversichert ist, dann braucht man sich da nicht weichklopfen zu lassen. Eine Kaution, wie im Fall Marco Kaiser, ist bei dieser Buchungsvariante üblich. Die im Schadensfall eingezogene Selbstbeteiligung bekommt man vom Buchungsportal zurück. Ich halte es für sehr wichtig, dass man zu Hause vorsorgt für alle Fälle und die Kreditkarte so hoch absichert, dass man dann nicht plötzlich dasteht und nicht mehr weiß, wie man weitergehen soll. Welche Fallstricke gibt es noch? Unachtsamkeit kann manchmal zu richtigen Problemen führen, etwa wenn man den Mietwagen vor der Übernahme nicht genau begutachtet hat oder bei einem Unfall die Polizei nicht einschaltet. Vorschäden sollten fotografiert und schriftlich festgehalten werden. Das schafft Klarheit bei der Rückgabe. Fazit: Ein Mietwagen kann im Urlaub echten Spaß bringen. Wichtig ist vor allem eine umfassende Versicherung, die der Mieter auch kennt und versteht. Am Anfang und Ende der Mietzeit empfiehlt es sich, den Zustand des Wagens genau zu dokumentieren.